Ja, es ist ein Unterschied, ob du jemanden mit einem Brett schlägst oder ob du jemanden mit einem Baumstamm schlägst. Ja, theoretisch kannst du mit Beinen morden. Das ist... Brauchst du aber ein sehr gutes Brett und keins von Ikea. Wenn du heftig genug zuschlägst. Kannst doch so heftig genug sein, die Ikea-Bretter, die halten kaum ihr Eigengewicht. Ja, komm, jetzt zieh doch mal. Okay, haben wir den Spinnenpart geschafft, oder? Nein. Wir haben jetzt angefangen, den Spinnenpart zu machen. Oha. Wasserpark. Ich sehe schon, ich muss spritzen. Oha, scheiße. Ich habe auf die falsche Bildschirmhälfte geguckt. Ja, ich weiß. Wieso weißt du das? Hier muss man was aufmachen. Ja, das sehe ich. Wurden getrennt. Was? Man spielt in diesem Spiel zwei verschiedene Sichten? Nein. Das ist ganz Neues und ganz Verrücktes. Hatten wir ja noch nie. Ach so, ja, hier. So, ich glaube, hier musst du mir helfen. Ja, warte, ja. Ich komme. Wäschst du mal bitte? Ich bin hier gerade an einem... Die Ehefrau darf bitte einmal den Garten putzen. Ja, ich bin gerade an einem Rad. Ja, ich sehe es. Du bist irgendwie und. Du bist an diesem Rad hier. Da komme ich nicht rüber. Du musst einmal kurz zurückgehen, bitte. Ja. Ja. Jetzt drehst du dich kurz um. Und wohin? Gehst da vorne auf diese Spitze. Nein, nein, nein. Ja, ja, ja. Gut so. Ich sehe nichts. Gut. Ja, genau dahin und jetzt wäschst du bitte. Einmal putzen. Also, ja, hier. Nein, du musst. Ich hab keine Ahnung, ich seh nix. Du musst das lila Zeug abwischen, damit ich da einen Weg hab. Genau so. Einmal komplett drüber wischen. Mit der rechten Maustaste zielen, mit links. Ach so, hier. Komplett, du musst das von Zeug. Links nach rechts, bitte. Ja, ja. Weil ich stehe links. Dann könntest du schon durch. Rechts. Rechts, 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 rechts. Weg. Ja, genau. Perfekt. Jetzt kannst du dein eigenes Abenteuer weitergehen. Jetzt musst du mir, glaube ich, bei dem Rad helfen. Ich komme ja, bei dem Rad nicht weiter. Kommst du bitte auf das Rad? Schon dabei. Mit Rat und Tat stehe ich dir zur Seite. Ja. Nein. Wie springe ich? Achso, mit Leertaste. Okay. Kannst du jetzt irgendwas machen? Ah ja, sehr schön. Weiter. Ah ne, hier, ja, kannst du dich ziehen. Dann geht's jetzt hier weiter. Okay, okay. Thank you for the ride again, Spider. Da geht's weiter. Und rein da. Rein in die Höhle. No, it's a brown widow. Ein braun Widow. Naja. Nicht die Black Widow, sondern die Brown Widow. Oh, I get it. Oh, der Spinnenteil war gar nicht so lang. Oh, what a cute family. Yeah, it depends how you define cute. In this species, the wife kills the husband. Spinnen. Ah, that's probably why they're so happy then. Good one. Hm. Oh, thanks, Miss. Come on, Cody. Hat uns geholfen. Let's go. Hier geht's weiter. Und du wirst noch ein bisschen Spinnen reiten, oder was? Ich wollte gucken, ob man auf die Mutter springen kann. Kann man nicht. Schade. Oder? Okay, hier geht's weiter. Nee. Hier ist alles mit unsichtbaren Wänden voll. Schade. Oder geht's jetzt hier wieder zurück? Nee, geht's nicht.
Ich müsste hier weitergehen, ja. Oder? Ha! Nein. What's that flying stuff? Whatever they are, we need to take them out. Nice. Kannst springen? Ja, nein, kann ich nicht. Du hast diese Fähigkeit. Aber ich kann nicht springen. Drückst Leertaste. Und dann fliegt dein Charakter nach oben. Als würde er sich mit den Beinen abstoßen. Ich muss noch nach vorne springen. Das muss noch irgendwie den Sprung ich nicht kennen. Ich bin nach vorne springen, du musst es schaffen hier. Du springst einmal und drückst in der Luft Shift. Ungefähr so. Warum greifst du immer an? So. Zieh den einen okay. Moment. Was muss ich jetzt tun? Das hier. Ah, hier. Na komm. Nein, ich werde angegriffen. Ja, weil du so scheiß lang gewartet hast. Jetzt von den Kleinen angegriffen. Von den Kleinen werde ich attackiert. So. Jetzt angreifen, bitte. Ja, da war nicht viel. Da war auch einfach nicht mehr drin. Ups. Und beide tot. Ja, ich bin aber runtergelaufen. Dann komm. So. Drückst du runter. Angreifen. Mach kaputt. And stay down. Flügst du vom Himmel. Und zieh sie runter. Nice, die Hälfte haben wir schon. Zieh die große runter. Die andere. Es ist vollkommen egal, wir müssen eh beide machen. Der eins nach dem anderen. So, die große. Okay. Nice. Eine weniger. Fast, die haben wir auch gleich. Hol sie mir nochmal runter, dann schaffe ich sie dir. Nice. Jetzt noch die kleinen und dann. I got more where that came from. Keep running into my sight. Eine ist noch da. Nice. Da kommen Baumzombies. Gotta get out of here. Oh, I know. The plants are way out. Hold them off, Cody. Got it. Oh, da wäre ein Kaktus gewesen. Oder? Und du bist jetzt ein Kaktus. Das ist ein Cody-Kaktus. Sieht so widerlich aus. Kannst du es, glaube ich, angreifen. Yep. Ich spiele mal Space Invaders. Schieß vor allem die fliegenden Dinge ab, weil die kann ich nicht angreifen. Ach, die kannst du überhaupt nicht angreifen. Ja, um die Bäume kann ich mich kümmern, aber um die fliegenden Dinger kann ich mich nicht kümmern. Alles klar. Warum zähle ich überhaupt? Ich spiele Plants vs. Zombies und du spielst Space Invader. Ganz genau so. Ist ja ziemlich Plants vs. Zombies. Ich muss die Zombies halt nicht an dich ranlassen. Ich muss halt hier. Ah doch, ich kann. Ich kann sie angreifen. Wenn sie nur niedrig genug fliegen. Ich hab mal den Multiplayer-Online-Shooter von Plants vs. Zombies gespielt. War ganz nett. Ah ja. Ich glaube, der ist auch gestorben mittlerweile. Ich metze nur. Was bald? Du musst, glaube ich, übrigens die Pflanze voll machen mit Wasser, das weißt du, oder? Nö. Deshalb soll ich auch schießen hier. Ich meine, ich hätte jetzt noch eine Stunde machen lassen, aber ich will auch langsam Schluss machen. Ihr lenkt die mal von mir ab und ich spritze. Ja, deshalb bin ich doch da, deshalb bin ich doch ein Kaktus hier. Halb voll.
Und ganz voll. Na, jetzt kann ich darüber. Oh Gott, das war ein Sprung zu viel. Aha, das war ein Sprung zu wenig. Wie hast du in deinem Leben jemals ein Mario gespielt? Gar nicht, ich verkackte immer. Wie weit hast du Odyssey geschafft? Noch nicht zu Ende. Hast du die erste Welt geschafft? Ja. Wie? Gut, ah, jetzt. Odyssey ist gar nicht so schlecht und gar nicht so schwierig. Haben wir jetzt ein Rutschlevel oder? Nein, jetzt kommt's. Bosskampf. Maulwurfzeug. Den kennen wir ja schon. Ein Bosskampf? Nein. Ich davon aus, dass wir das Spiel heute durchspielen. Meinst du? So weit sind wir schon. Es ist nur noch das Level und. Ja, gut, da sind wir auch schon halb durch. Und eins, was noch danach kommt. Also wenn ihr mindestens eine Stunde Schach spielen, das ist ja. Das können wir auch im Nachhinein machen. Das machen wir dann. Na, wenn schon richtig ist, da werden wir eine Stunde lang feststecken, bevor wir zum Ende kommen. Du kannst nicht mal Schach spielen. Tja. Wir werden es trotzdem machen. Kannst du es mir erklären? Nein. Pilz sprengen. Na, war da nicht drüben noch was? Wir sind jetzt in die eine Richtung gegangen. Da gab es noch, gab's noch einen anderen Gang. War der Meinung damit nicht, dass es hier. Okay, da oben können wir nicht durch. Muss es einen anderen Gang gegeben haben? Wir sind hier reingekommen. Okay, es gibt eine Abzweigung. Und da hoch kann man nicht, oder? Nein, das ist nur eine Zwischensequenz gewesen. Ich meine hier, das, den Abhang. Nein, da kommst du nicht hoch. Okay. Dann werde ich mal. Ist ja lecker. Du musst in diesen Darm. Das ist eine Raupe. Das ist ein Tausendfüßler. Eine Raupe, Tausendfüßler. Oh, please don't eat me, Mr. Centipede. Please don't eat me. Er ist doch tot. Wenn er so ausgehöhlt ist, dann ist er safe tot. Man hat übrigens vor kurzem wirklich ein Lebewesen mit 1000 Beinen entdeckt. Also ist 1000 Füßler sogar mittlerweile wieder korrekt. Ja, aber die 1000 Füßler, die wir 1000 Füßler nennen, sind keine 1000 Füßler. Nein, das sind nur 100. Aber es gibt eben welche, die mittlerweile 1000 haben. Aha. Mutierte 1000 Füßler oder was? Vermutlich in irgendeinem Dschungel entdeckt. If we wake them, we're doomed. Just relax, okay? Move carefully. Okay, jetzt Stealth Gameplay. Alles klar. Was haben wir da? Was zum Henker ist? Was zum Henker ist das? Du verstehst, was ein Stealth-Spiel ist? Dass du nicht laut sein darfst und dich langsam bewegen musst? Okay. Und 5. Warum versuche ich das überhaupt richtig durchzuspielen? Willst du, was passiert? Gut, okay. Nein. Oh, verdammt. Ich wollte ja leise reingehen. So, jetzt haben wir die Animation auch gesehen. Jetzt können wir es wirklich spielen, ohne dass du irgendeinen Scheiß machst. Okay. Gute Arbeit. Okay, ich schaff's noch. Obwohl ich durchgerannt bin. Lass ich dich auch das ganze Zeug hier nicht so viel springen. Du siehst die dicke Anzeige in der Mitte, oder? Ja, passt schon. Gut, dann lasse ich dich das erstmal machen und dann bleibst du bitte einfach stehen. Vorsicht! Na, krieg das schon hin. Ist doch gar kein Problem.
Ja, gut. Dann bleibst du jetzt bitte einfach stehen an diesem Punkt. So, ich wäre dann hier. Dann komm mal hinterher. Ja, nicht bewegen, bitte. Nicht bewegen, bitte. Also, ich bin doch hier in Sicherheit. Da kann ich mich bewegen. Nein, das zählt trotzdem noch dazu, oder? Spring mal. Du nicht. Du musst nicht mehr dazu zählen. Ich bin hier. Alles klar. Kann ja beliebig springen. Das ist, ich bin hier. Dann hast du jetzt einfach mal Spaß und ich spiele das hier so. Außerhörreich. Ich bin außer Hörweite. Ich gehe dann schon mal voran. Mach das, du wirst mich sowieso irgendwann brauchen. Hui. Wieso langsam, wenn es auch schnell geht? Gut, ich brauche hier eigentlich nicht mehr großartig aufpassen, weil es ist ja darauf ausgelegt, dass man das eigentlich zusammen macht. Hm. Aber gut. Oh, ich habe einen Pilz. Dann bist du auch mal angekommen. Ja, ich weiß auch gar nicht, wieso du so lange gebraucht hast. Das ist ein relativ geradliniger Weg. Ich bin einfach durchgerannt. Wieso hast du so lange gebraucht? Weil ich den Weg vorsichtig gegangen bin, so wie man es soll. Oh, den kann man regen. Auch nicht. Musst du dich. Du musst dich einpflanzen. Nee, ich muss gießen. Okay. Das ist, Stream ist ein bisschen her. Oh. Und du bist Gras. Du musst in mir bleiben. Das ist. Ich bin in dir. Ja, Molly, ich bin in dir. Ich bleib in dir. Ah, es ist wieder Maulwurf, du musst leiser. Du musst leise wachsen. Du musst leise wachsen. Nein, ich mach hier leisen Untergrund. Wisst ihr, was passiert, wenn, wenn du außerhalb von mir dich bewegst? Spring auf den Felsen. Na, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, komm rüber. Wachs rüber. Ich bin vollkommen egal. Vorbei hier. Da regiert sich im Schlaf. Baby, they're heavy sleepers. I don't want to take that bet. Na toll, jetzt habe ich Corona. Und wird angenossen von ihm. Jetzt muss ich spritzen hier. Vorsicht! Passt schon. Was passiert eigentlich, wenn man auf die drauf hüpft? Dasselbe wie wenn du zu laut bist. Die wachen auf und es gibt dieselbe Animation. Ah, schön. Wollen wir es mal ausprobieren? Wenn du die ganze Scheiße nochmal neu machen willst? Er hat es zur Seite gedreht. Aha. Na komm, weiter hier. Du musst spritzen. They're ruining my garden with their tunnels. Oh nein. Save it for later, Cody. Du warst nicht mehr da. Du warst nicht mehr bei. Du bist zu schnell weitergegangen. Zielen und Feuer. Das ist ein bisschen. Nee, ich muss da hoch. Na gut. Das schaffe ich nicht. Ah. Vorsicht. Oh, verdammt. Das war knapp. Ich muss da mal hoch, weil von hier unten kann ich nicht schießen. Ich kann nicht springen. Ja. Ja, du kannst offensichtlich nicht springen. Okay, hier sind wir. Ich bin auf dem falschen Bildschirm. Okay, das ist mein Bildschirm. Du musst springen. Geh weiter. Guckst du einfach auf den falschen Bildschirm. Rote Blätter sind nicht gut. Lass mich mal hier drauf springen. Alles klar, Moment, ich warte diesmal hier. So. Ausgerechnet jetzt schaffe ich's, wo du da wartest. Mach's lieber in zweimal. Stopp, stopp, stopp. Oh, nee. Okay, das wird nicht so reicht. Und nu?
Achso, darüber muss ich mich schwingen. Ja. Dann nochmal zurück hier. Geh nochmal zurück hier zu dem da, zu dem Felsenort. Warten. Nochmal hier hin. Verdammt. Sag mal. Passt schon. Du besitzt eine Leertaste, oder? Ja. Dann benutzt sie auch. Ich kann aber nicht springen. Wieso kannst du nicht springen? Du musst, bevor du Shift drückst, einfach springen. Ja, ja. Das ist nicht schwer. Das ist keine komplexe Aufgabe. So ungefähr. Ja. Und hast du das neue Pokémon eigentlich schon gespielt? Nö. Bist du so ein Fan? Hast du das schon gespielt? Ja, das war fast. Ich warte erstmal die Reviews ab. Bisher sagen sie, hey, nicht so scheiße wie erwartet. Ja, ich wollte das aber von Anfang an nicht spielen. Mir war das schon... Hatte ich nicht so besonders Bock drauf. Ja, gut. Ich warte auf die nächste Generation. Ich hab erstmal das noch... Das ist die nächste Generation. Du weißt, dass das, wenn es ein Erfolg ist, was es scheinbar ist... Nee, die nächste Generation kommt dieses Weihnachten raus. Die Pokémon 9. Generation. Du musst darüber wachsen. Weißt du das schon oder vermutest du das? Das ist eine ziemlich starke Vermutung, die nicht nur ich weiß, sondern die begründen das. Da kann ich dir mal ein Video von Let's Play Markus schicken. Ich rate einfach mal, bisher kam jedes Jahr an Weihnachten Pokémon raus. Ja, die haben nicht jedes Jahr, sondern die haben einen bestimmten Rhythmus, indem sie einfach mal Special Editions rausbringen und die Generation rausbringen. Du meinst den Rhythmus, wo sie angekündigt haben, dass sie den nicht mehr fahren wollen, weil sie jetzt zwei Hauptreihen, wenn es erfolgreich wird, machen wollen? Meinst du diesen Rhythmus, wo sie gesagt haben, ja, der ist nicht mehr aktuell? Schön. Das können sie sagen, aber ja. Ja gut, sie haben ja gesagt, dass Pokémon Legends wahrscheinlich ein Teil von der neuen Hauptreihe wird, wenn es erfolgreich ist. Ja gut, dann werde ich sie nicht spielen. Ja, das und halt dieses Let's Go-mäßige Zeug. Ich hab gerade sowieso noch Pokémon 4. Generation zu spielen. Pokémon Diamant spiele ich gerade noch. Strahlender Diamant. Ja, damit habe ich genug zu tun. Ich habe genug andere Projekte. Brauche ich gerade nicht. Ich brauche Pokémon Legenden gerade nicht. Das ist mir gerade. Ist auch nicht so ein. Die Art und die Weise und die Story, die ist auch nichts, was mir so wirklich Spaß macht. Das ist nichts. Hast du denn schon was dazu gesehen? Viele. Eine ganze Menge. Alles klar. Einige Trailer. Du hast ist nichts für mich. Ist nicht mein Thema, ist nicht mein Gebiet, ist nicht mein Ding. Ich muss mich jetzt dafür rechtfertigen, dass ich ein Spiel nicht spielen will. Ich frag nur. Ich will es halt nicht spielen, jeder ist doch frei in seinem... Ja, ich wundere mich nur, weil du bisher jedes gespielt hast. Ich habe auch nicht jedes Spiel. Ich habe Pokémon Ranger habe ich nicht gespielt, ich habe Pokémon Colosseum habe ich nicht gespielt, Colosseum habe ich auch nicht gespielt, die XD und so weiter. Ich habe die ganzen, oder DX, wie sie hießen, die ganzen Nebenspiele habe ich nicht gespielt. Pokémon Snap habe ich auch nicht gespielt, also jetzt New Pokémon Snap habe ich... Auch nicht wirklich gespielt, nur ein paar Parts, also... Ja, du hast es verstanden. Du hast das Spiel nicht verstanden. Verstehst du, wie ich es meine? Ja. Renn. Ja, gut. Dazu ist es jetzt spät. Ich bin abgelenkt von deinem Gerede. Entschuldigung, dass ich kommentiere, während ich mich nicht konzentrieren muss. Ich sag's nochmal, Pokémon Ranger solltest du bei Gelegenheit mal irgendwann spielen. Hab ich auch nicht vor. Warum? Weil ich keinen Bock drauf habe. Okay, ich sag nur, du verpasst das, weil das sind richtig schöne Rätselspiele. Ich spiel gerade Pokémon. Ja, Rätselspiele mag ich nicht so sehr. Das ist genau deswegen. Ich spiel gerade Pokémon Feuergrün. Das ist ein tolles Spiel, das mag ich. Das ist die Mann. Grad auf, du bist halt wirklich so. Die Kategorie kenne ich nicht, mag ich nicht, oder?
Muss mich jetzt ernsthaft vor dir rechtfertigen, dass ich bestimmte Spiele nicht spielen will. Du wirst auch bestimmte Spiele nicht spielen und da zwinge ich dich auch nicht dazu. Das zum Beispiel? Fällt mir gerade nichts ein, aber... Exakt, weil ich die Kategorie bin, ja, ich spiel's, ich probier's mal aus. Und wenn scheiße ist, dann gebe ich's zurück. Ja gut, das Spiel kostet halt 60 Euro bei Nintendo. Das ist halt... Ja, deshalb habe ich auch keine Switch. Und deshalb warte ich bei Nintendo-Sachen immer alle Reviews ab und guck mir Streams an und sonst was. Ja, siehst du, verstehst, da kannst du halt nicht sagen. Ich kaufe mal, um es auszuprobieren. Das ist... Ja doch, ich kann schon. Geld habe ich dafür. Ich aber nicht. Lass mal das. Lass mal diese Diskussion hier. Wir sind hier bei Intertexten gerade. Zu viel off-topic. Lass mal das off-topic-Gerede. So off-topic, das ist einfach nur eine Fluchtsequenz hier gerade. Oh, ach ja. Lass mal Wolf töten. Ich spring in seinen Hoden. Du Monster. Renn. Renn, Modi. Renn, jetzt wird es um dein Leben gehen. Um unser Leben. Ich renn so gut es geht. Ich hab für meinen Geschmack zu viel Crash Bandicoot gespielt, um das hier nicht zu können. Oh, ein Gartenzwerg. Da ist also der Zwerg gelandet. Oh, da ist mein alter Piratenschatz gelandet. Schlecht. Eine ganz Ersparnis. Rennen! Oh, Zeitlupe. Ich glaube, wir sollen in die Mitte. Ich in der Mitte. Ja. So ziemlich. Ja.